So, hallo, werte Panzerfahrer, heute mal wieder ein Video von mir. In dem Video geht es um eine coole Runde, die letzten Sonntag im Stream entstanden ist, mit Rex zusammen. Der Titel verrät schon, dass wir echt die Runde gerockt haben zu zweit. Klar, wir sind Top-Tier. Eine AMX ist jetzt auch nicht so schwach, eine SWU auch nicht. Also, aber es war echt eine richtig coole Platoon-Runde und deswegen wollte ich dir einfach mal zeigen, weil es einfach richtig cool war. Wir haben uns auch dann in ein paar Situationen so gut abgesprochen, dass das halt einfach auch zu dem geworden ist, was es geworden ist. Weil sonst wäre das halt einfach mal krachend in die Hose gegangen. Aber das ist halt der Vorteil am Platoon, wenn man halt im Discord oder TS ist, dann kann man halt sowas machen. Ich habe mir jetzt erstmal hier oben dann geschaut, wo wir am besten als TD da hinstellen, dass ich da oben auf die Heavy-Linie wirken kann. Jetzt muss gucken, was hier der Kollege in seinem Stuck 3G macht. Und Wex ist unten durchgefahren erstmal, um da auch rüber auf die andere Seite zu wirken. Ja, da ist halt nicht wirklich viel Support, weil da sind halt bloß TDs, Lights und ein Medium und der Rest ist hier oben. Aber es ist halt so, wir haben auch noch, natürlich noch zwei Artis, das ist das nächste noch. Ja, da muss man halt immer Walk gehen, weil du weißt ja nicht, wo das Gegnerteam hat auch eine AMX, eine Hellcat. Da weißt du plötzlich nicht, wo die auftauchen und die haben eine Lev-Arti, die jetzt eigentlich gerade, okay, wir auch, die jetzt eigentlich gerade langsam schießt. Und ja, jetzt haben wir erstmal ich hier oben gewartet, bis da was kommt. Da ging jetzt der KV-2 auf. Bisschen aimen, bisschen aimen, bisschen aimen. Treffer. Also war jetzt nicht vollgeebnet, aber Russenkanonen kriegen so Sinn. Ich glaube, der KV-2 hat sich dann nicht mehr wirklich getraut, drüber zu pieken, weil noch ein Schuss und er wäre, also nochmal so eine Aktion, er wäre weg gewesen. Ich habe dann da hinten versucht, auf diesen KV-1 zu wirken, aber ich habe dann gemerkt, er steht ganz, ganz da hinten. Der KV-2 hat nochmal einen auf den Deckel gekriegt. Ist jetzt für alles, was hier so rumfährt, so fast ziemlich One-Shot. Ich habe dann nochmal versucht aus dem KV-1 zu kommen, weil man sieht ja, dass er schießt. Also er ist nicht so viel hinter diesem Eck. Aber es reicht wohl nicht. In der Mitte kommt jetzt der Stuck 3G, da habe ich mir dann entschieden, erstmal darauf zu wirken. Weil ich habe keine Lust, dass der mir hier die Flanke aufmacht und wir dann ein zusätzliches Thema haben. Der raus. Ich bin dann von da oben weggefahren, in die Mitte runtergefahren, um da das Team zu supporten. Rex ist vorgefahren, um die Artis rauszunehmen. Ich habe ihm dann auch den Hinweis gegeben, dass er halt bei der Lev-Arti Obacht geben muss. Nicht, dass die ihn halt, gerade wenn er leer geschossen hat, als Autoloader dann halt rausnimmt oder beziehungsweise so blöd trifft. Die kann wehtun, weil die ist halt eine Premium-Arti, die nicht überarbeitet wurde. Und die hat auch AP-Moon, die kann dann richtig, richtig böse wehtun. Er hat dann, glaube ich, die Lev aufgemacht. Zumindest einer der Artis hat aufgemacht. Ich habe jetzt mal da drüben den Kommandant aufgemacht. Aber unsere Lev hat den Kommandant rausgenommen. Da sieht man, was die Lev kann, wenn sie trifft. Ja, Wex hatte die Lev rausgenommen. Ich habe mir dann gedacht, da unten steht ja ein Kommandant und der hat da oben nichts aufgemacht. Aber er ist natürlich 2 Stufen drunter. Hinter mir. Und hat wahrscheinlich. Und das ist ja oft so bei auf den niedrigen Stufen, dass halt einfach. Anfänger ist, der noch nicht so weit ist, gut technisch, und dann hast du halt einfach öfter mal das Thema, dass die halt einfach dann das nicht sehen. Klar, ich fahre natürlich mit Tarnnetz und Schermfernrohr und habe noch 100% gut drauf. Unterschied, als wenn da einer mit einem Vierer, der eh an sich grundsätzlich weniger Sichtweite hat, mit einer schlechten Chrom fährt. So, dann bin ich dann umpositioniert, dass ich da aufs Cap wirken kann. Hab da fast den 14 TP zu treffen, auch nicht getroffen. Vorher habe ich den T67 schon nicht getroffen. Habe dann drüben den AMX 12-Tonner noch aufgemacht. Habe dann erstmal hier wieder zurückgezogen, sodass ich eventuell auf den T67 nochmal wirken kann. Habe dann schon Wex gebeten, zurückzukommen. Weil ich möchte nicht in einem 1 gegen 1 gegen den AMX 12-Tonner stehen, weil das ist nicht lustig, wenn der das Magazin durchlädt, kann es da auch mal ratzfatz weg sein als Sechser. Kann jetzt die Hellcat rausnehmen, kriegt noch einen
Schuss von der Hetzer von hinten. Aber der bleibt zum Glück in der Kette hängen. Also jetzt der T67. Durch die hügelige Landschaft ist ein bisschen schwierig, den drauf zu kriegen. Konnten jetzt rausnehmen. Habe ich dann weggedreht. Weil ich ja nicht wusste, wo der AMX kommt. Weil ich dachte, der kommt von unten hoch. Max versuchte da zwischenzeitlich noch da drüber zu wirken, auf die Matilda, wo sie war. Jetzt war der AMX da. Schieß vorbei. Ich habe das Glück, dass er mir jetzt einmal die Ketten bloßzieht. Also keinen Damage macht. Kann mir jetzt nochmal Damage machen. Ja, jetzt war Rex dann da. Hat dann schon auf den AMX geschossen. Man hat gesehen, der AMX war leer. Und er hat mir einfach ein Stück vorgeschoben, sodass er halt an mir nicht vorbeiziehen kann. Ich kann ihn rausnehmen. Wir haben schon beide 4 Kills. Und jetzt sah es dann schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir noch die Matilda. Und den Hetzer da drüben. Die Matilda war von Rex One-Shot. Da ist jetzt dann der Hetzer. Die Position habe ich ungefähr im Kopf gehabt, weil der hat mich von da beschossen. Kann rausnehmen. Jetzt haben wir beide schon 5 Kills. Jetzt war halt dann die Frage, wo ist der KV-1? Ja. Klar, hat das Team natürlich auch ein bisschen was gemacht, so ist nicht, aber im Endeffekt haben wir uns gerade in der Situation mit dem AMX 12-Tonner halt so gut abgesprochen, dass es halt funktioniert hat. Wir haben jetzt auch dann schon hier von dem T67 Lob gekriegt, dass wir das gut gespielt haben, und es war auch gut gespielt, weil es hätte auch anders ausgehen können. Klar war natürlich der Move vom Rex gut, dass die Artis raus waren, weil dann hast du schon mal ein Problem weniger im Game. Vor allem die Lev-Arti ist halt echt nervig, wenn es sein muss. Und ja, wir sind dann Rex unten, nicht oben. Beziehungsweise kamen dann wieder hinten hoch. Haben dann überlegt, wo der KV-1 hin sein könnte. Der kann natürlich unten durchs Tal durchgefahren sein. Hätten aber theoretisch Rex spotten müssen. Dann sind wir mal ausgegangen, dass der hier hinten noch da stand, wo er letztes Mal gespottet wurde. Also nee, vom eigenen Cap, und weg ist dann vorgefahren, weil er hat noch viel mehr AP als ich. Da ist er dann. Er fährt dann zum Glück ein Stück zurück und kann ihm noch einmal eine geben. Für 354 kann Rex kann dann rausnehmen, hat damit seinen Krieger Erfolg gehabt und hat auch eine Mission noch voll gehabt. Und somit war die Runde zu Ende. Es war echt coole Runde. So eine Runde, wieso man eigentlich World of Tanks spielt. Auch im Platoon, dass man halt einfach solche Runden hat, wo man halt dann auch was reißt, weil wir haben 11 Kills zusammen, wir haben knapp 3,2k Schaden, jeder hat so knapp 1,6k Damage Kit. Klar, wir waren Top-Tier, aber als Top-Tier musst du halt natürlich auch was leisten. Und ja, das wollte ich aber mal zeigen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Im Anschluss kommen noch Post-Game-Skills.